Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Bound by Flame. Wir sind hier mit Vulkan auf dem Weg in die Höhle nichts des gebrochen? Löwen. Ein paar Kratzer, aber nichts Ernstes. Schwarzfrost scheint keine Gesellschaft zu mögen. Ich schätze, wir kamen zur falschen Zeit. Sieht aus, als hätte er bereits Besuch. Und seine Konkubine hat es geschafft, uns zu trennen. Wir müssen die anderen suchen. Komm jetzt. Dankeschön, ihr Labernasen. Das ist mein Job. Ja, wir haben im letzten Part gegen die Konkubine und dann gegen die Schwarzfrost selbst gekämpft. Sind denn in eine Höhle abgestürzt? Was wird jetzt das? Ach, die schon wieder ein Bosskampf. Der kann doch nicht sein. Übertreibt ein kleines wenig, Leute. Und ich krieg dich gerade nicht angelockt. Danke. Zeit wird's. So, jetzt gibt's irgendwie Semmel. Scheiße. Aber oh, Schaden machen wir also. Das passt ja schon. Ach, was ich mal gucken wollte, bevor wir richtig weitermachen, ist, ob ich, was Neues habe ich nicht, aber ob ich vielleicht ein paar Heiltränke mir wieder basteln kann. Einen, naja. Besser als in die Hülle Hand geschissen. Ich habe jetzt echt gedacht, ich knall mir da gleich wieder einen Boss hin. Ach, du grüne Neune. Das sind zum Glück nur Skelette, aber das sah auf ersten Blick so nach Menge aus. So, schön zersäbelt die Knochenköpfe. Ist hier noch irgendwo? Hack! Ach, da oben. Komm ich da irgendwie hin? Kommst du mal hier runter zu mich? Ich will ihm kurz ein bisschen die Knochen bewegen. Ey, da brauche ich nicht mal Feuer bei den Saftnasen hier. Aber jetzt haben wir Haufen Zeug zum Einsammeln. Die ist voll. Waren doch eine ganze Menge, also. Das lohnt sich denn schon. Und die hätten hier ohne Ende Nachschub. Schon ein bisschen eklig. Liegt überall was drauf. Das hat sich unser Elf wahrscheinlich alle zur Brust genommen. Dass man hier auch die Leichenberge umstellen kann, ist irgendwie schon ein widerliches Gefühl. Ah! Bisschen schüttelt es mich gerade. Gehen wir mal weiter. Wobei ich nicht glaube, dass das hier großartig besser wird. Ah, oh, denn auch noch das Summen. Von dieser Ort riecht nach Tod. Na ja, warum nur? Ich dödel, ja. Hab, glaube ich, ja, hab ich. Verpennt ist ein Level auf, Level Up hatte. Ich muss sie einsetzen, sonst komme ich da nicht höher. Können wir uns da was leisten? Wir haben eh bis 2 Punkte, aber ich glaube nicht. Na gut. Okay, ist eindeutig, dass der besser ist. Okay. Gut, dass das noch kurz vorher gemacht hat. Boah, ist das widerlich. Oh, da fliegen regelmäßig welche runter. Jetzt wissen wir auch, wo die ihren Nachschub herkriegen. Ja, da stehen sie nämlich gleich auf. Alter, ist das arschig.
Wir sind hier scheinbar in deren Kaserne gelandet. Ah, Mann. Das hat ja super geklappt. Aber zumindest zersäbeln wir sie ganz gut. Alter Verwalter. Hier geht das ab. Und die da hinten auch nur irgendwas kriegen müssen. Jo, hat er. Ach toll, gerade wollte ich es einsammeln. Ist ein Tuck zu spät. Ja, der saß dafür. Die Pfeile von unserem Elfen stunnen ihn scheinbar ganz gut. Jetzt will ich aber das Zeug hier haben, dann geht's weiter. Leute. Bin leicht verlangsamt. Halten wir kurz ein bisschen zurück. Unser Elf macht echt ganz sauber mit, muss ich nicht sagen. Ach, nicht genug Magie. Okay, warte mal, wir sind mit dem Pfeil drauf. So haben wir die Dinger. So, jetzt ist Ruhe hier. Nein, das ist eigentlich das Letzte, was ich wollte. Eine Falle stellen. Weil ich muss das Schwert wegstecken. Hier mal nicht alle Nase lang rausgescheißert kommen. Magie steigt mir sehr, sehr langsam wieder an, habe ich das Gefühl. Vielleicht liegt es auch an der Gegend hier. Hast du das gesehen? Die nicht tot genug, oder was? So, haben wir irgendwas Neues bekommen? Oh ja. Ein Entzerrer. Ach Gott, das Ding hat ein paar schöne Stats, aber was nützt mir das so lahm, wie das ist? Naja. Na gut. Nein. Wollte ich nicht. Das wollte ich. Geht schon wieder was? Ja, auch. Zwei Stück. Das ist fein. Das kann nicht sein. Das ist Prinz Arandir. Wir können ihn nicht einfach hier lassen. Wir müssen uns um ihn kümmern. Denkst du wirklich, dass jetzt die Zeit für eine Beerdigung ist? Wir stolpern seit Tagen über Leichen. Ich habe nicht von seinem Körper gesprochen. Wir praktizieren keine Beerdigungen. Aber wir müssen uns um seine Seele... Die Seelensteigengeschichte, Vulkan. Also bist du jetzt ein Priester? Natürlich nicht. Erinnerst du dich nicht an die Seelensteine, in denen jeder Elf seine Erinnerungen und Gefühle speichert? Habe ich das nicht gerade erwähnt? Verstehe, dass dieser Stein im Falle des Königs und der Prinzen sehr wichtig ist. Er ist einmalig und sehr alt. Es sind alle Erinnerungen der vergangenen Könige in nur einem Edelstein. Wir können ihn nicht einfach hier lassen. Dieser Stein spielt eine entscheidende Rolle für mein Volk und enthält dazu enorme Macht. Und du willst ihn zurück? Genau. Ohne ihn gibt es keinen König mehr, der die Elfen regiert. Und wer weiß, wie er genutzt wird, wenn er in die falschen Hände gerät. Und vielleicht kannst du ihn selbst gut gebrauchen, richtig? Aber im Moment stecken wir fest. Keine Chance, seinen Körper zu erreichen.
Du hast recht. Wir müssen einen Weg vorbeifinden. Da, siehst du? Fängst schon an, Befehle zu geben, Euer Hoheit. Wenn ich wüsste, wo. Das ist bestimmt eine Nebenquest, oder? Marker habe ich gerade keinen. Hoch den Leichenberg komme ich hier auch nicht. Aber hier geht es tatsächlich immer wieder runter. Super. Alter! Das ist mit ihm hier, der verlangsamt mich. Das mag ich nicht. Ja, okay. Ihr mit eurer Scheißmagie. Mal voll vergessen. Scheint eine schöne Stelle zum Aufleveln zu sein. Aber vorerst kommen wir nun mal nie weiter. Dann gehen wir wirklich den eigentlichen Weg mal weiter. Das ist ein Tempo, Tempo. Doppeltempo, Dreifachtempo. Oder auch kurz gefasst Geronimo. So. Ich sag's euch. Was mir hier irgendwo rumzuballern, Penner. So wie er. Der scheint ein bisschen größer zu sein als die von oben. Lädt er schon wieder auf. Aber das kann ich auch. Mist. Der saß nicht. Leider. Der wäre schon tot gewesen. Leider nein. Da hinten steht noch eine Kiste. Man hört und sieht sie. Säbelzahn. Oh, das Ding hat einen sehr hohen Grundwert. Ist aber träge wie die Hölle. Was soll ich mit solchen trägen Waffen? Feigling. Da fehlt noch was. Oh, da können wir einen Haufen einsetzen. Da bin ich mal so frei. Und dann kann ich auch mich ein bisschen im Fernkampf betätigen. Schadet auch nichts, nur mein Guttrank zu wechseln. Der Seite schon weggemusst, das habe ich gar nicht registriert, habe ich sauber dran vorbeigerascht. Hier geht's rein, perfekt. Was haben wir hier? Eisherzen. Was ist denn das Nettes? Und zeigt er mir die als neue Komponenten an? Da ist. Hä? Ich verstehe es nicht. Egal. Eisherzen. Auch nicht wirklich besser als das, was ich jetzt habe. Ich will jetzt nicht großes Basteln anfangen, dass die besser werden. Sondern ich will fortkommen. Vorankommen. Weiterkommen.
säbeln wir uns durch, die einfachen säbeln wir uns durch, das ist ja nicht mehr. Okay, mein Block klappt einigermaßen. In dem Moment kriegt einer auf die Schnauze. Du kannst das vergessen mittlerweile. Schlagen. Ich fühle mich hier in der Gegend echt nicht wohl. Ja, sonst echt nicht so ein Mädchen, was so Horrorambiente angeht, aber das ist mir tatsächlich echt. Das ist mir too much. Na gut, geht's weiter. Aber wo? Von da sind wir hochgekommen, ne? Heidi Witzka. Ein Speicherpunkt, ein automatischer. Was haben wir? Jäger, wenn du nur arm wirst. Leichter. Höhere Störanfälligkeit. Nur die Vergiftung fehlt. Nehmen wir die doch gerne mal. Das geht ja schnell, die bis einen Punkt, wo man aufmöbeln kann. Schlangenauge kann ich mir nicht leisten. Und was ist das? Störanfälligkeit plus 6. Wenn es dann nur so halt ein bisschen das ist. Okay. Apropos okay. Wie schaut's denn aus? Geht schon wieder einer? Das ist nice. Sogar. Das ist richtig nice. Ich kann sogar schwarze Magie damit blocken. Ach du Scheiße. Na toll. Hier gibt es kein Durchkommen. Ich glaube, die habe ich sogar schon. Ja, hier geht es definitiv nicht weiter. Da fallen die Leichen die ganze Zeit immer noch runter. Ah, ist das widerlich. Okay, die sind einfach mal schlechter, schlicht und ergreifend. Traurig, aber wahr. Naja. Heiltrank geht auch wieder einer. Heiltrank, Heiltrank. Mensch. Ach, scheiß Grammatik, ich sag's euch. T, tot. Und da war noch was zum Mitnehmen? Ja, weil. Wieder einfach auf ein verderbtes Blut, das heißt, dürften Heiltränke drin sein? Ja, noch nicht ganz. Ja.
Ich will die Runde um sich von der hier komplett haben. Ja, passt. Weil ich wollte halt einfach nichts verpassen, dass da irgendwie vielleicht ein Gegenstand oder sowas ist. Was uns da oben erwartet, liebe Leute, das sehen wir denn im nächsten Part. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Macht das gut!